Es ist Ende September 1972, irgendwo in einer Kleinstadt in Deutschland. Ein junger Mann läuft gegen 23 Uhr blutüberströmt die Straße entlang und schreit nach Hilfe. Passanten eilen herbei, aber sie können nichts mehr für den 17-Jährigen tun. Dieser Fall hat damals eine ganze Region erschüttert. Es geht um den 17-jährigen Jörg Hegewald und die traurigen Folgen dieser Septembernacht im Jahr 1972. Und damit mal wieder herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Leute, ich weiß, es ist Montag und nicht Donnerstag. Normalerweise kommen meine Videos ja immer donnerstags, aber zwischendurch habe ich auch schon mal montags das ein oder andere Video rausgehauen. Also es kann halt auch immer mal vorkommen, dass ich montags noch zusätzlich ein Video raushaue, je nachdem, wie ich so Zeit habe und was das halt für ein Fall ist. Jetzt würde ich sagen, starten wir aber mal mit dem heutigen Fall von Jörg Hegewald. Der heutige Fall hat sich in den 70er Jahren in Fritzlar im Bundesland Hessen ereignet. Und Leute, ihr solltet unbedingt bis zum Ende dranbleiben, denn da zeige ich euch Aufnahmen, was heute aus dem Tatort geworden ist. Das Ganze ist nämlich ein sogenannter Lost Place geworden, also ein verlassener Ort. Der Heiko, also der Reality Urbex hier bei YouTube, hat mir da netterweise Aufnahmen zur Verfügung gestellt. Und er war in diesem Haus drinne und hat es gefilmt, wie es da jetzt aussieht. Ja, und jetzt würde ich sagen, starten wir mit dem heutigen Video endlich. Jörg Hegewald wurde im Jahr 1955 geboren. Zusammen mit seinen zwei Brüdern ist er bei seinen Eltern in Fritzlar groß geworden. Er hatte eine schöne Kindheit, ihm fehlte es eigentlich an nichts. Er war in seinem Freundeskreis und in der Schule sehr beliebt. Jörg hat auch viel Zeit mit seinen Brüdern verbracht. Sie hatten ein gutes Verhältnis zueinander. Wie gesagt, er ist in Fritzlar aufgewachsen. Fritzlar ist eine Kleinstadt mit ca. 14.400 Einwohnern im Bundesland Hessen. Fritzlar gehört zum Regierungsbezirk Kassel. Jörgs Eltern hatten in den 70er Jahren in Fritzlar eine gut laufende Tierarztpraxis. Sein Vater war Tierarzt und ich glaube, seine Mutter hat auch in der Praxis mitgearbeitet. Da bin ich mir jetzt aber nicht so ganz sicher. Die Hegewalds waren in der Stadt beliebt. Jeder kannte sie und sie hatten einen guten Ruf. Obwohl sie mit der Tierarztpraxis viel Geld verdienten, waren sie nicht überheblich. Sie sind sozusagen immer auf dem Teppich geblieben, wie man so sagt. Die Familie hatte kein Riesenhaus oder etwa eine Villa, wie man es eventuell vermuten könnte. Nein, sie lebten in einem Bungalow, in einem ganz normalen Wohngebiet nahe an der kleinen Innenstadt. Jörg hat seit seiner Kindheit gerne Fußball gespielt. Er war auch in einem Fußballverein aktiv, dem KSV Hessen. Auch dort war er beliebt und niemand hatte Schwierigkeiten mit ihm. Als Jörg 17 Jahre alt war, hat er den Autoführerschein vorzeitig gemacht und sich auch kurz darauf ein eigenes Auto gekauft. Doch dann kam die Nacht vom 29. auf den 30. September 1972. Und diese Nacht sollte im Leben der Familie Hegewald alles ändern. Am 29. September 1972 gegen 22.50 Uhr kam Jörg mit seinem Auto am elterlichen Haus an. Er fuhr das Auto vor die Garage. Er wollte wohl das Garagentor aufmachen, um das Auto in die Garage reinzufahren. Jörg stieg also aus dem Auto aus, um das Garagentor zu öffnen. Den Motor hat er wegen eines kaputten Thermostats laufen lassen. Als Jörg vor der Garage stand, wurde er von hinten angegriffen. Er konnte sich von dem Angreifer losreißen, rannte los auf die Straße und weiter die Straße hoch. Beim Laufen schrie er laut: "Polizei, Hilfe!" Das machte Nachbarn aufmerksam. Sie haben die Schreie gehört und eilten zur Hilfe. An der Einmündung der Straße brach Jörg zusammen und sagte: "Der hat mich gestochen." Die Passanten und Nachbarn, darunter auch ein Arzt, eilten herbei. Sie versuchten, dem schwer verletzten 17-Jährigen zu helfen. Ein Notarzt und auch die Polizei wurden umgehend angerufen. Aber trotz der recht schnellen Hilfe konnten sie nichts mehr für Jörg tun.
Er starb an den Folgen seiner schweren Verletzung. Die Polizei fing natürlich umgehend mit ihren Ermittlungen und der Untersuchung des Tatorts an. Sie mussten feststellen, dass Jörg sehr, sehr viel Blut verloren hatte. Auf dem Weg von seinem Elternhaus bis zu dieser Straßenkreuzung, wo er dann schließlich zusammengebrochen ist, war alles komplett voller Blut. Aber bereits wenige Stunden nach dem Angriff auf Jörg konnte die Polizei einen Tatverdächtigen festnehmen, den 47-jährigen Rolf Protzki. Ich hätte euch gerne ein Foto von ihm gezeigt, aber es war einfach nichts zu finden und überhaupt ist es sehr, sehr wenig im Internet über diesen Fall aufzufinden. Rolf Protzki war ein Jahr zuvor nach Fritzlar gezogen, nachdem er aus dem Knast entlassen wurde. Die Polizeibeamten fanden Rolf Protzki in den frühen Morgenstunden des 30. September 1972 schlafend in einem nahegelegenen Park. Sie nahmen Rolf mit aufs Polizeirevier, damit er dort eine Aussage machen konnte, beziehungsweise dass ihn die Polizisten dort vernehmen können. Und ja, bei seiner Vernehmung gestand er auch den tödlichen Angriff auf Jörg. Er behauptete, die Tatwaffe habe er einfach weggeworfen. Natürlich suchte die Polizei trotzdem nach der Tatwaffe, aber sie konnten absolut nichts finden. Sie haben lediglich so eine Hülle für ein Messer gefunden, also so eine Schutzhülle, wo man das Messer halt reinstecken kann. Auch ein Motiv für seine Tat konnte Rolf Protzki nicht nennen. Bei seiner Vernehmung sagte er aus, er habe einfach blindlings mit einem Messer drauf losgestochen. Er kannte Jörg Hegewald überhaupt nicht. Nach der Tat sei er einfach losgelaufen, er konnte sich auch nicht mehr erinnern, in welche Richtung. Ein Richter erließ dann auf jeden Fall sofort Haftbefehl gegen Jörg Protzki. Und es kam zum Gerichtsprozess. Zu diesem Gerichtsprozess kann ich euch leider überhaupt nichts sagen, dazu habe ich im Internet gar nichts gefunden. Ich schätze mal, der Jörg Protzki hat seine Strafe abgesessen, vielleicht 15 Jahre, und ist dann wieder auf freien Fuß gekommen. Naja, und mittlerweile ist er wahrscheinlich gestorben, denke ich mal. Er war ja 1972 zum Zeitpunkt der Tat schon 47 Jahre alt. Dann wäre er heute ja 98, ist das richtig? Ich glaube, ja, er würde auf die 100 auf jeden Fall zugehen und eher unwahrscheinlich, dass der Rolf Protzki noch lebt. Ein ehemaliger Bekannter von Jörg erzählt Jahre später in einem Presseinterview, dass das Verbrechen an Jörg wirklich eine tragische Geschichte war und dass die Leute in Fritzlar alle sehr geschockt waren, dass so etwas Furchtbares in ihrer kleinen, beschaulichen Stadt passiert ist. Damals, kurz nach der Tat, haben Schüler der Schule, auf die auch Jörg Hegewald gegangen ist, sogar noch Handzettel in der Stadt verteilt, auf denen um Hinweise auf den Tathergang gebeten wurde. Jeder wollte natürlich wissen, was genau abgelaufen war und vor allem die Frage, warum. Aber bis heute gibt es keine Antworten darauf. Für Jörgs Familie war der Tod ihres Sohnes natürlich ein sehr, sehr großer Schicksalsschlag. Knapp eine Woche nach der Tat stand die Todesanzeige für ihren Sohn und Bruder in der Zeitung. In dieser Anzeige beklagte die Familie den Tod ihres Sohnes durch Mörderhand in unsagbarem Schmerz. Jörgs Vater hat die Tat besonders schwer getroffen und belastet. Er schloss seine so gut laufende Tierarztpraxis. Und Jörgs Mutter erkrankte schwer und starb. Der Vater lebte noch etliche Jahre in dem Haus in Fritzlar. Er war immer noch stadtbekannt und die Leute nannten ihn den alten Professor. Einer der anderen Söhne starb im Jahr 2000 und der andere ist aus Fritzlar weggezogen. Er lebt jetzt in einem anderen Bundesland. Ein Stein mit einer Schrifttafel vor dem Hauseingang erinnert an die Tat vom 29. September 1972. Und das war jetzt auch schon der eigentliche Fall von Jörg Hegewald. Ich weiß, Leute, die Informationen sind sehr, sehr dürftig heute. Aber erschreckend an diesem Fall finde ich, dass der Täter den Jörg überhaupt nicht kannte und einfach so aus Lust und Laune auf ihn eingestochen hat. Also das finde ich sehr, sehr erschreckend. Aber wie ich am Anfang des Videos gesagt habe, habe ich ja von Heiko noch ein paar ganz spezielle Aufnahmen zur Verfügung gestellt bekommen. Ich gehe davon aus, dass Jörgs Vater zum Ende hin ziemlich pflegebedürftig geworden ist, denn in dem Video, also in den Aufnahmen, die ihr gleich sehen werdet, da sieht man auch noch so einen alten
Rollstuhl. Was ich allerdings wieder ein bisschen fraglich finde, und das ist ja oft so bei Lost Places, warum hat sich der andere Sohn, der in ein anderes Bundesland gezogen ist, nicht mehr um das Haus seines Vaters gekümmert? Warum hat er nicht seine persönlichen Dinge da rausgeholt? Das macht man ja eigentlich, aber ja, vielleicht hatte er keine Lust dazu, hat das Erbe ausgeschlagen, da kann man wie immer nur spekulieren. Jetzt würde ich sagen, schauen wir aber einfach mal in die Aufnahmen von Heiko rein. Kein Mediziner, aber wenn ich mir anschaue, dass hier also die Kopfstütze ganz speziell verstellbar ist, auch mit so einem elektrischen System oder so etwas, dann sagt mir das, dass es also sich um einen schwerst kranken Menschen wahrscheinlich gehandelt haben muss. Das ist hier ja quasi in so eine fast liegende Position eingestellt. Vielleicht hat das auch eine medizinische Bewandtnis, könnte ich mir zumindest gut vorstellen. Oktober 2006. Ja, das ist wieder mal ziemlich krass zu sehen, wie innerhalb von wenigen Jahren, gut 13 Jahre, ein Haus schon so weit im Verfall erliegen ist schon, kann man ja schon fast sagen. Okay Leute, nun fehlt nur noch das Öffnen des Kühlschranks. Ich ahne Schreckliches, weil ich schon einen gewissen Geruch wahrnehme. Okay, der Kühlschrank geht nicht weiter auf, deswegen halte ich euch mal hier herum und ich sehe es auch gerade auf dem Bild. Mein Gott, was ist denn? Ist das noch eingelegtes? Ist das doch Fleisch? Oh, also ich bin nicht sehr empfindlich, was solche Gerüche angeht, aber das hat ein gewisses Aroma. Okay, in einem ziemlich großen Wohnzimmer, wie es scheint. Wirklich, wirklich groß. So groß, dass ich einfach mal sagen würde, wir teilen das in zwei Teile. Der erste Teil ist dann dieser Abschnitt des Raumes, in dem wir auf jeden Fall erst einmal eine Sofagarnitur haben. So eine Schatzkiste, hätte ich fast gesagt. Ein Bücherregal, ein Rollator und dort hinten an dem Regal jede Menge Notizzettel. Als nächstes geht es dann in diesem Bereich weiter. Und hier scheint wohl die eigentliche Küche gewesen zu sein. Oh mein Gott, die ist ja noch wirklich komplett eingerichtet. Also nicht nur eingerichtet im Sinne von, sind Tassen da, sondern hier ist sogar noch der Abwasch in der Spülmaschine einsortiert. Also wie ein ganz, ganz normaler Tag. Ein ganz alltäglicher Tag. Und dann ist irgendwas passiert. Also ihr merkt, ich bin wirklich, wirklich fasziniert und erstaunt und erschüttert, wie schnell so etwas passieren kann. Also es ist natürlich die Frage, was hier passiert ist. Wahrscheinlich ist derjenige einfach gestorben. Und damit wären wir auch schon wieder am Ende des heutigen Videos. Leute, schreibt mir gerne hier unten in die Kommentare rein, was ihr zu diesem Fall sagt. Ich weiß, es sind nur dürftige Informationen, aber ich fand es halt auch besonders spannend, dass dieses Haus der Tatort jetzt ein Lost Place ist. Und erschreckend fand ich halt auch die Tatsache, dass da tatsächlich noch Essen im Gefrierschrank ist. Das ist schon heftig. Ja, das war's, Leute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr am Donnerstag wieder mit dabei seid zu einem neuen Fall. Und wenn euch Lost Place interessiert, schaut beim Reality Urbex vorbei. Und ja, haut rein. Bis Donnerstag. Tschüssi.